Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted 2005 mit der Redux V3 Mod. Letztes Mal haben wir die Blacklist Nummer 6 geschlagen und stehen jetzt dementsprechend Webster gegenüber. Brauchen noch 7 Rennsiege, 4 Meilensteine und ja, ungefähr 200.000 Bounty. Gerade was das Bounty angeht, sind wir echt gute Plus durch die Einverfolgung, die wir da mal hatten. Was haben wir denn noch Meilenstein? 5 brauchen wir, also einen Blitzer müssen wir auf jeden Fall machen. 200.000 in einer Verfolgung sammeln. Ja, das wird, glaube ich, die Aufgabe für die heutige Folge werden. 100.000 Sachschäden. Weniger als 2 Minuten. Und 6 Nagelbänder. Boah, okay. L-Plan. Kurze Verfolgung mit dem Ferrari. Würde ich sagen. Oder? Warte mal, mit dem Ferrari? Weiß ich gerade nicht, wo wollen wir da wirklich den Ferrari für verwenden? Was hat denn der Ferrari gerade für eine... Ja, da wollte ich nicht hin. Was hat denn der Ferrari gerade für eine Heatstufe? 1. Ja, okay, dann können wir das auf jeden Fall machen. Nope. Kurze Folge mit dem Ferrari und danach würde ich sagen, holen wir... irgendwas raus, keine Ahnung. Ich meine, 200.000 Bounty klingt relativ krass, aber auf Heatstufe 4 ist es eigentlich relativ schnell erreicht. Das sind 2, 3 gut platzierte Pursuit Breaker und dann hat man das eigentlich. Guck mal gleich mal, wie es im Heatstufe steht bei meinen Fahrzeugen so. Ja, der kassiert erstmal. Und dann hauen wir einfach mal ab, weil wir einen Ferrari fahren und schnell sind. Soweit so simpel. Auf dem Bond Boulevard. Einsatzleitung erbittet Absperrung östlich der letzten bekannten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Ja, ist fein. 14 Sekunden, ich glaube, das ist die schnellste Folge, die ich je hatte. Ja, wie gesagt, jetzt muss ich mal gucken, wie steht's bei meinen anderen Fahrzeugen, beim CLK und so. Um die Heatstufen. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, der CLK ist eines der schlechtesten Fahrzeuge im Spiel. Mir kam da eigentlich voll gut vor. Okay, der Cayman ist auf Heatstufe 2 mittlerweile noch. 1 Million Bounty. Eieiei. Der CLK ist da vorne. Ja, der ist auch noch auf Heatstufe 2. Da würde ich sogar fast einen CLK vorschlagen. Der Gallardo soll insane krass sein. Mit dem CLK sind wir ganz gut klargekommen. Jo, der Gallardo ist echt... holy shit. Okay, der Gallardo ist strong. Wir probieren es mal mit ihm. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Aber die letzte Verfolgung ging ja schon mal sehr gut aus eigentlich. Deswegen gucken wir mal. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir viel Bounty kriegen, dass wir halt viele Cops kaputt machen. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen. Ja, leite mal Verfolgung ein. Und wie gesagt, mir kam jetzt hier gar nicht so schwarz vor, aber hey, du hast ja halt mehr als ich, gehe ich mal von aus. Aber dich haben wir mal, das sind auch ein paar Sachschäden hier. Das ist richtig, kommst du wohl mit? Komm an. Dankeschön. Nee, machen wir mal nicht kaputt. Wir müssen aber ein paar Sachen kaputt machen. Wie gesagt, Sachschäden von 100.000 brauchen wir. Ne? Wenn ich dazu sehe, ist das eigentlich relativ easy. So, den machen wir weg, weil da hinten ist noch ein anderer, der gerade umdreht, natürlich. Und jetzt ist er echt despawned. Ehrlich jetzt? Verarscht ihr mich? Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Süden. Da komme ich niemals hin, bis der Cooldown. Warte, der kommt hier runter. Hier hin. Dankeschön. Geht doch. Okay, wo geht der hinten hingefahren? Werde ich ein Problem gehabt. Ah, na, warte mal, ich helfe dir mal da raus aus der Lücke. So. Ach, guck mal nochmal. Oh Gott. Jetzt ist Verstärkung da. Okay, jetzt können wir. So. Echt, wir sind auf Alarmstufe 3. Okay, dann kommt mal mit. Ja, kommt mal ran auf den Meter hier. Und ab durch die Zapfsäule. Geil. Einen hat's erwischt. Wahnsinn.
Alright. Ich weiß nicht, sind Polizeifahrzeuge auch Sachschäden am Start? Ist dem so? Das war einiges am Bounty jetzt gerade auf jeden Fall. Ah, noch eine Straßensperre. Ja, cool. Warum eine Straßensperre mit Lappenbändern? Das ist das Problem. Der gibt Sachschäden. Ich habe jetzt schon 70.000. Das wird auf jeden Fall reichen. Ja, du brauchst mehr Verstärkung, das ist richtig. Ja, dann mach mal, dass sie schneller hier hinkommen. Das kann doch gar nicht sein. Schickt mehr Einheiten. Und schickt vor allem Nagelbinder. Wir wollen Nagelbinder. Alter, stell dir mal vor, ein Racer wird sich einfach in fünf von den Cops hecken und sagen, Alter, stellt doch mal ein paar Nagelbinder auf. Ich komme so easy an euch vorbei. War eine Herausforderung. Das wäre schon gut irgendwie. Das wäre schon sehr gut. Ich darf den halt nicht kaputt machen. Das ist mein einziger Cop gerade. Da fahren wir da, da waren wir noch nicht. 4-1, erbitte schnellstmöglich Lagebericht. Oder bin ich hier schon mal angefahren? Doch, vielleicht bin ich hier schon mal angefahren. Ja gut, während dem Rennen bestimmt. Könnte mich jetzt nur gerade nicht dran erinnern. Wir halten lieber Abstand. Der Typ war gerade mit allen vier Rädern in der Luft. Scheint völlig verzweifelt zu sein. Verzweifelt? Ich bin verzweifelt, ja, weil ihr scheiße seid. Ja, in 40 Sekunden ist jemand verfügbar. So. So haben wir jetzt nicht gerechnet. Nee, mach mal nicht. Rhino ist dann unfair. Das sind unfaire Mittel hier, Kollege. Merkst du selber, ne? Der ist geflogen. Hallo, hey, mitkommen. Vertreten die um. Sichtkontakt verloren. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in südlicher Richtung. Ja, Sichtkontakt wieder aufgenommen. Bridge. Sichtkontakt zum Verdächtigen ist noch nicht lange abgebrochen. Einsatzleitung erbittet das unmittelbare Zielgebiet. Mein Gott, der haut aber ab von mir, ne? Alles klar, ich hab ihn. Nee, du hast mich nicht, da schon anders rumlaufen. Ich habe die Unterstützungseinheiten verloren. Ist noch jemand verfügbar? Ist die Verstärkung halt wieder so ewig weit weg, mein Gott, ey. Die Verstärkung wird dann kommen, wenn wir auf die Stufe 4 sind. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich wollte die Verfolgung eigentlich auf die Stufe 3 und das wird haben, aber gut, wir müssen die Heat 4 ja sowieso ein bisschen länger ziehen. Wegen den Nahrungsbändern. Deswegen gucken wir jetzt mal. So, da unten. Ich muss mich nicht gewundern, war der Heli. Krass, Alter, wir fahren 120. Okay, bei einer Ölraffinerie sind 120 wahrscheinlich schon sehr schnell. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Echt, liegen da Nagelbänder? Ja, Tatsache. Okay, Nummer 1. Wir hatten zu wenig Nagelbänder. Verdächtiges Fahrzeug ist weiter flüchtig. Richtig. Endlich checkt's mal einer. Ich dachte, hier war halt auch nicht checken, dass ich im zweiten Gang quasi war. Okay, im dritten, aber... Das ist trotzdem schon nice irgendwie. Ist da eine Sperre? Nee. Die Lage vor, wir ziehen uns zurück. Verkehr wird dichter. Vielleicht könnte ein Rhino sein, der von vorne kommt. Ne, es ist gewendet, das Aggregat. Nagelband? Ja, Nagelband, oder? Ne. Schade. Ja? Bist du dir sicher? Wir können nicht mehr lange oben bleiben. Wenn das Fahrzeug nicht schnell gestoppt wird, müssen wir die Verfolgung abbrechen. Okay, ich weiß nicht, was er gerade gesehen hat, aber... Wieso? Okay, da kommen jetzt Rhinos. Da und die Inside... Aua. Da habe ich nichts mehr zu tun, das wart ihr selber. Das war nicht meiner. Das ist meiner.
Nagelband, nö, aber das warst du auch selber. Ich sag euch, ja, mir werden die Dinge angehangen. Mir werden die Dinge angehangen, für die ich nichts kann. Ja, natürlich. Okay, ich wollte jetzt extra bei der Verstärkung mal bei dem Versuch gleich instant sein. Natürlich war ich geradeaus weiter. Okay, jetzt kann man echt nur sperren ohne Nagelbinder, ne? Das ist, wie wir in Fachkreisen sagen, suboptimal. Okay, cool. Da mal durch. Okay, ja, tatsächlich mal ausnahmsweise ein paar aufgehalten Tankstellen halten echt wenige Cops auf. Also echt selten irgendwie. Muss man sagen. Okay, ich glaube tatsächlich fast, dass ich jetzt langsam gucken kann, dass ich aus der Verfolgung rauskomme. Auch wenn ich dann den dritten Meilenstein hier nicht habe, das ist, meine ich, egal. Weil ich habe jetzt sowieso 350.000 Bounty. Plus noch die anderen Meilensteine oben drauf. Also vom Kopfgeld her reicht das auf jeden Fall dick jetzt erstmal. Schön, danke. Weil ich glaube halt tatsächlich nicht, dass ich jetzt noch drei Nagelbänder finde, bevor wir auf Heat 5 gehen. Wir sind ja schon relativ weit dabei, muss man ja auch sagen. Das ist richtig, musst du aber nicht dreimal wiederholen. Okay, hier werden jetzt diejenigen, die mit der Erfahrung auf jeden Fall erstmal einen Abgang machen. Das ist ein sehr, sehr guter Versuch, Breaker, weil der hat wirklich alle hinter mir mit 100%iger Garantie wegmacht. Hau rein. Charlie 15 an alle Verfolgereinheiten. Jetzt noch den hier. Natürlich kommt jetzt der Heli. Was sonst? Der ist schon weg, der Versuch-Breaker, oder was? Ich verarsch mich halt. Wo sind da noch welche? Ja, da gerade weiter und dann rechts rum. Das ist gelogen. Also das ist wirklich aber eine dreiste Lüge, ne? So nicht. Okay, die Cops agieren hier wirklich sehr stark nach der... Also die Cop-KI ist hier wirklich sehr, sehr stark ähnlich zur Horizon 5 CVR, zu meinen Mitspielern. Holy shit. Das muss man echt einfach mal so sagen. Ich brauche irgendwie einen längeren Tunnel. Das ist ja die Frage, ob hier irgendwo einer ist, ne? Hast du jetzt erstmal ein Problem. Natürlich hat er sich nicht überschlagen. Ja, das ist wieder eine... Ne, das ist keine Tankstelle. Ja, dann ist das sehr gut hier erstmal. Oh nice, jetzt Power. Na okay, ärgerlich. Jetzt würde nur noch ein Nagelband fehlen. Einheiten auf dem Weg zur Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde. Aber ich glaube trotzdem jetzt versuchen zu entkommen. Auf der State Street. Und es nicht auf Heat 5 unbedingt rauszögern, ist auf jeden Fall der smartere Play. Würde ich jetzt sagen. Meine Theorie ist auch, je weiter ich mich davon weg entferne, würde mich verloren haben, natürlich, desto unwahrscheinlicher ist es, dass mich noch einer findet, aber das war jetzt halt natürlich ärgerlich. 1075, versuche ihn langsam auszubremsen. Okay, ich brauche wieder ein paar Pursuit Breaker. Das Ding ist, wenn ich jetzt links rumfahre, bin ich da oben im, Nordosten gefangen erstmal und habe nur 4. Wohingegen, wenn ich jetzt rechts abbiege, wieder nach Downtown Rockport runterfahre, die respawnen ja. Ich glaube, rechts rum ist jetzt auf jeden Fall erstmal klug.
würde ich jetzt mal sagen. Nee, mach mal nicht. Oh, Nagelband. Aber. Ja, das war jetzt einfach dumm von mir. Sagen wir, was es ist. Das war jetzt einfach nicht smart von meiner Seite. Ich dachte halt, Nagelband. Ich wollte rechts erst ausweichen. Hab dann gesehen, scheiße, links ist auch eins. Rechts ist auch eins. Deswegen konnte ich nicht nach rechts ausweichen. Okay, jetzt ist die Frage aller Frage. Sind die Räder permanent weg? Oder nur für eine gewisse Zeit? Permanent wäre übel. Dann hätte ich jetzt ein großes Problem. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde. Zentrale, Code 6 Zielobjekt gefunden. Nehme Verfolgung wieder aus. Mhm. Nichts zu machen, hält nicht an. Versuche ihn abzudrängen. Leite 1059 ein. Als ob. Komm nicht mehr vom Fleck. Alle Einheiten der Code 3 Verfolgung. Ich kann nicht mehr Gas geben. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden am Busbahnhof vorbei. Absperrung des Sektors im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Ich kann nicht mehr Gas geben. Code 6. Zielpositionen eventuell anpassen. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. Zentrale, hier ist Sierra 1. Ich bin ganz alleine okay, in diesem Sektor, okay. Fordere 1085 an. Komm. Nein. Hier, die ist weg. Komm schon. Come on. Nein. Ist nur eine Straßensperre. Die bewegt sich nicht. Komm. Ey, mein Herz gerade. War knapp. Sagen wir, was es ist. War knapp. Ja, das möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht abstreiten. Alter. Ich bin es leid, dich zu schonen. Schluss mit lustig. Ich zieh dich aus dem Verkehr. Und wenn ich fertig bin, bleibt von dir und deiner Karre nichts mehr übrig. Ist okay. Wir sehen uns. Ich bin gerade ohne Reifen von euch weggekommen, ey. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt gar nichts, ey. Ohne Scheiß. Oh. Ey, das kannst du. Das. Ei. Das kannst du keinem erzählen. Was hier gerade passiert ist, das kannst du keinem erzählen. Ohne Scheiß. Der geht nicht. Holy shit. Ja, ich pack den Mercedes mal in die Garage. Boah, ich sag es euch. Eieiei, okay. Ja, Ferrari. Wir fahren noch ein Rennen. Ich muss jetzt erstmal wieder was Normaleres tun. Ein bisschen runterkommen. Was tun wir denn? Jetzt bitte nichts mit irgendeiner Verfolgung. Zeitfahren, ja, komm, was Entspanntes jetzt. Also ich finde ganz ehrlich, für die Verfolgung kann man ein Like da lassen. Ohne Scheiß.
für die Verfolgung, dass ich da noch rausgekommen bin. Weil offensichtlich, die Reifen regenerieren sich nicht. Da muss man kaufen, glaube ich. Gibt es einen Tuning-Teil. Ich glaube, das wäre nicht mehr so lange gut gegangen. Also ich habe irgendwie so die Vermutung ein bisschen, wenn mich da noch ein Kopf gesehen hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Wie gesagt, ich bin rückwärts 1 km/h gefahren. Wenn da von hinten einer gekommen wäre, gut, der hätte mir Schwung gegeben vielleicht. Da wäre noch was gegangen, aber trotzdem, das ist... Ja, reden wir nicht weiter drüber. Das war genug Action für heute. Definitiv. Mehr brauchen wir nicht an der Stelle. Okay, das hier ist ein sehr kurzes Event. Wo der erste Checkpoint aber ewig weit weg ist. Oh, shit. Ah, da vorne ist er. Aber guck mal, da kriege ich sie hier. 22 Sekunden beim ersten Checkpoint. Easy. Ja, okay, sag mal, wie ist, wenn da dir ein Ferrari mit 250 entgegengeschossen kommt? Ich glaube, ausweichen willst du da auch nicht mehr. Ich glaube, stehen bleiben ist da wirklich das Sinnvollste aus NPC-Sicht. Weil du weißt ja nicht, was er macht. Eieiei, komm rum, jawohl. Oh Gott! Moin! Dein Schubser geben. Macht ja nichts, wir haben eh 30 Sekunden Überschuss, Alter. Ja, kein Problem. Es ist gut auf jeden Fall. Aua. Es ist gut auf jeden Fall, dass wir den Gallardo haben. Dann können wir im Zweifel auf ihn zurückgreifen. Wenn der Ferrari irgendwann nicht mehr gut genug sein sollte, weil der Gallardo hat echt bessere Stats in allem und hat Allrad. Sofern jetzt nicht, wobei wenn Timo Balboni oder sowas in die Richtung hat, damit nicht existiert. Deswegen wird das schon eine Allrad-Version sein, gehe ich jetzt mal von aus. So wie ich den da am Start weggezogen bin beim Blacklist-Rennen. Vielleicht auch ein Blatt Papier-Allrad, in der Praxis aber eher nicht so. Das könnte sein. Ja, komm, machen wir noch ein Zeitfahren-Event. Ich finde die Zeitfahren-Events einfach cool. Und ich glaube, wir machen einfach wirklich. Wir fahren ab nächster Folge den Gallardo. Warum nicht? Ganz ehrlich. Das ist doch die Frage, die man sich stellen sollte. Warum nicht? Wenn wir ihn schon haben und er halt auch noch gut aussieht dabei, kann man das ja machen. Wir sind jetzt auch den Ferrari schon einige Folgen gefahren. Das auf jeden Fall. Dann können wir auch mit dem Ferrari mal in der Verfolgung reingehen. Da freuen die sich bestimmt. In Modena. Auch echt gut, dass die Zeitfahren-Events wirklich zum Großteil einfach geradeaus sind. Die sind aber von der Streckenführung her jetzt nicht so unendlich anspruchsvoll, muss man sagen. Finde ich persönlich zumindest. Also das sind halt wirklich Highspeed-Rennen, definitiv. Aber ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Mit unserem Ferrari hier können wir ja Highspeed fahren. Aua. Da war die miese Kante. So, ich meine, bisher läuft unser versehentlicher No-Speedbreaker-Nutzen waren sehr gut. By the way, weil ich immer noch gefühlt unter jeder Folge den Kommentar kriege, nutzt doch mal Speedbreaker. Nein. Wie gesagt, am Anfang war es ein Joke. Beziehungsweise am Anfang habe ich es einfach nicht rausgefunden, wo der ist. Da war es eine Challenge. Deswegen hört auf mir zu sagen, dass ich einen Speedbreaker nutzen soll. Werde ich nicht machen. Das wird nicht passieren. Ey, nicht mehr kommt. Ich glaube, da hat er jetzt wieder Nitro gebraucht. Wie gesagt, mit Nitro hat man scheinbar ein bisschen mehr Glück. So weird das auch ist und eigentlich gegen jeden Grundsatz von
naja, Nitro. Aber irgendwie scheint das doch so zu sein. Okay, sag mal, da hatte ich jetzt keine Stücke. Da war ich jetzt ziemlich chancenlos. Ich dachte mir erst, wo bin ich jetzt noch hingefahren? Ach guck mal, ich war hier so in den Bocken zusammen und wir gewinnen halt trotzdem gerade easy. War ich hier schon mal? Ja, doch, natürlich. Da, wir sind hier am Golfplatz. Ich hab grad nur den Berg rechts nicht erkannt, also der Tübchen habe ich nicht erkannt. Oh Gott. So. Jetzt noch hier rechts rum, Power geben. Ich glaube, die Anzeige, warum ich das verbuggt, weil ich glaube nicht, dass wir immer noch bei 85% sind. Seit 30 Sekunden. Aha, guck mal. Da ist das Spiel mit irgendwas, was ich gemacht habe, nicht ganz klar gekommen. Aber ist ja fein für mich. Achtung, nordöstliche Streife. Nordöstliche Streife, so ist es. Gott sei Dank sind wir im Safehouse. Wunderbar. Ey Leute, ich hoffe wirklich, die Folge hat euch heute genauso gefallen wie mir. Also ich fand, das war eine mega geile Verfolgung. Das mit dem Lagebahn war doof. Ja, wie gesagt, ich wollte erst rechts ausweichen, habe dann aber gesehen, scheiße, rechts geht auch rein, deswegen links rübergezogen. Ich hätte einfach mehr bremsen sollen, wenn wir gar nicht in der Situation gewesen. Aber man muss es ja auch mal spannend machen, ne? Also, ich kann ja nicht einfach so immer easy aus jeder Verfolgung rauskommen. Deswegen, man muss die Cops ja auch mal testen. Und, ja, die Cops sind durchgefallen. Allesamt. Ein Auto, was auf Felgen fährt, nicht aufhalten zu können, ist ein neues Level. Wunderbar, da würde ich sagen, meine Damen und Herren, das wäre es mit dieser Ausgabe gewesen. Ich würde mich sehr mit euch nach oben so ein Abo freuen, wenn dir das Video genauso gefallen hat. Wie mir die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Servus!